Hallo ihr Lieben, schon wieder sind 10 Tage rum, noch 60 Tage bis zur Bundestagswahl sind es heute. Bald ist Halbzeit, immer noch eine ziemlich stressige Phase gerade, in der wir noch nicht so hundertprozentig loslegen auf den Straßen. Das geht alles in den nächsten 2, 3 Wochen dann los. Trotzdem gibt es schon eine ganze Menge Termine und das, was mich gerade am meisten beschäftigt, sind Wahlprüfsteine. Was ist ein Wahlprüfstein? Das ist ein Fragenkatalog von Verbänden, von Vereinen, von Firmen. In der Regel auch von Dachverbänden, zum Beispiel von der Metallindustrie oder der, ja, Rüstungsindustrie zum Glück nicht bisher, aber auch das kann noch kommen, die an alle Kandidierenden geschickt werden, wo wir dann als Vertreterinnen und Vertreter der Parteien Stellungnahmen abgeben sollen, zu bestimmten Forderungen unsere Position darlegen sollen. Und das ist relativ viel Zeitaufwand, die zu beantworten. Und ich nehme mir auch die Zeit, die alle persönlich zu beantworten. Es gibt zwar von der Bundespartei da hin und wieder mal Hilfen, wenn es um Themen geht, in denen jetzt nicht jeder oder jede ganz tief drin ist. Aber am Ende macht man es eben dann doch nochmal individuell. Und der Kontakt mit diesen Verbänden, aber eben auch mit Bürgerinnen und Bürgern, denn die schreiben mir ja auch persönliche Anfragen zu ihren jeweilig relevanten Themen, der ist mir besonders wichtig. Ja, zweites großes organisatorisches Thema, was jetzt in dieser Woche gestartet ist, sind die Wahlplakate. Die sind nämlich alle angekommen inzwischen und werden jetzt verteilt und, kleiner Spoiler, können in den nächsten Tagen auch schon in der einen oder anderen Gemeinde gesichtet werden, wenn sie aufgehängt sind. Wer von euch das erste entdeckt und postet, der kann das gerne mal drunter kommentieren. Mal schauen, ob wir überlegen wir uns eine kleine Überraschung für ihn oder sie nach dem Post. Ja, was steht noch an jetzt in den nächsten Tagen? Es waren auch einige Termine in der letzten Woche. Jetzt in den nächsten Tagen sind einige sehr schöne Termine, wie ich finde, nämlich aus dem kulturellen Bereich. Morgen wird zum Beispiel der Trommersommer eröffnet, oben im Hoftheater auf der Tromm. Und am gleichen Tag wird das Europa Film Festival eröffnet oder Filmfest im Kronepark hier in Bensheim als Open-Air-Kinoveranstaltung. Zwei sehr schöne Termine, beides Open-Air. Auch beide gefördert von dem grünen Landesprogramm oder schwarz-grünen Landesprogramm der Landesregierung Ins Freie, einem Kulturförderprogramm für Spielstätten, die Pop-up entstehen, also ja neu eigentlich gebildet werden und als Zusammenschluss von verschiedenen Kooperationspartnern. Das ist bei beiden jetzt Events, die ich gerade genannt habe, morgen der Fall. Da agieren verschiedene Kulturschaffende vor Ort miteinander und stellen ein tolles Programm auf die Beine. Das ermöglicht so ein bisschen den Neustart in den kulturellen Bereichen, die ja in den letzten Monaten ganz, ganz arg gelitten haben unter dem Lockdown. Und deswegen freue ich mich umso mehr, morgen wieder mit Menschen zusammenzukommen bei diesen beiden Kulturveranstaltungen. Es kommen einige noch in den nächsten Wochen hier in der Region. Ist richtig was los. Schaut euch da um und kauft Karten, unterstützt die Veranstalterinnen und Veranstalter und genießt diesen Sommer natürlich mit Abstand und mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen. Ja, das vielleicht jetzt wieder der Eindruck zum aktuellen Stand. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, einfach drunter kommentieren und fragen. Und wir sehen uns dann in 10 Tagen wieder zur Halbzeit. Macht's gut, eine schöne Woche und bis bald. Ciao.